Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarök Valhall. Wir sind hier und müssen mal wieder gegen die Auserwählten kämpfen. Ja, genau. Das ist unser Ziel. Das werden wir jetzt versuchen zu verfolgen. Ich überlege nur gerade, die werden ja immer stärker. Wir gehen mal hier lang mal wieder. Oh Gott. Oh, guck mal da. Untote Krieger? Etwas überflüssig, aber gut. Mann, mach dich doch los! Hilfe! Au, au! Kampf, Kratos. Naja. Wir müssen da drauf gehen. Zeit verlängert. Gab's hier oben irgendwas? Nee. Oh, das ist ein großer. Nee. Das schaffe ich gerade nicht. Oh, 733. Leg mal einen Zahn zu. Die Gegner werden nur stärker, wenn du trödelst. Das ist Valhalls Ziel. Schnapp es dir. Wo denn? Du. Hinter dir, Trottel. Ach so, die ist auch noch da. Nein, nicht. Hilfe. Du hast Feuer hinter dir, du Trottel. Okay, wo kam ich her? Hier kam ich her, oder? Ich muss mich kurz heilen gehen. 2 von 6, ey. So viele Entscheidungen. 100. Ja, das musste leider sein. Okay, was haben wir hier? Kampf und Gameplay.
Das ist, glaube ich, warte mal. Das kostet doch wieder 1000 oder so hier. Oh ja, 15.000 Echos. Okay, wir nehmen das hier. Reliquie. Unsere Reliquie ist leer. Um Gesundheit zu opfern und... Oh, nee, auf gar keinen Fall. Gewährt eine Stärkung, die für eine gewisse Zeit den durch einen Angriff mit bloßen Händen verursachten Schaden. Aha. Lösen die einen Schockfelder. Okay, wir nehmen das. Dann können wir noch das hier nehmen. Treffer mit ruhenden Reliquienangriffen stapeln sich zu einer Stärkung, die gerade nahe mit jedem Stapel um 50% erhöht. Oh! Gratis Angriffe, die Gegner während ihrer eigenen Kraft treffen, fügen zu die Gegner während ihrer eigenen Treffer mit Runen oder Reliquien angriffen. Oh, das ist jetzt aber gemein. Das macht mehr Schaden. Kratos Angriffe, die Gegner mir. Wir nehmen mal das, weil wir nicht so viele Runendinger haben. Aber das war jetzt kein Fehler. Himmlischer Schutz. Oh, vielleicht wäre das besser gewesen. Himmlischer Schutz. Okay. Komm raus da. Reduziert die Menge an verlorener Aufladung der Fähigkeit Permafrostverbrennung oder strudelt durch gegnerische Treffer deutlich. An verlorener Aufladung der Fähigkeit. Verstehe ich nicht, wir nehmen mal das da. Das verstehe ich echt nicht, wirklich. Also, wir nehmen direkt das hier mal mit. Dann! Schild, schlag zu! Los! Frostfeuer von links, du Monster! Wüste der verlorenen Seelen freigeschaltet. Neunhundert.
Das ist dieses andere, gell? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das ist das Boot. Halt, hier, du Knilch. Jungs, kostet man Spartas Rage, sind stark reduziert, doch durch. Doch auch die Heilung ist während des Zorns reduziert. Die Angriffsbeendigungskosten. Wir nehmen das. Zwei schimmernde Risse. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Ach, das darf ich einfach so aufmachen. Achtung, hier hinten! Ich weiß, wo ich bin. Okay. Kratos beim Denken. Was für ein Anblick. Gegen alle Statuseffekte ist wirklich sehr gut. Hier könnten wir das verbessern. So, was haben wir denn noch hier? 5000 habe ich. Kosten für was denn? Was ist das denn nochmal? Eine sehr wichtige, dauerhafte Ressource. Okay, gut. Einen braucht man noch, der relativ schnell funktioniert.
Ist hier einer? Der darf man nicht hin. Hier ist einer. Valhall betrachtet dieses Ziel wohl als Herausforderung. Das war's. Sie sind alle tot. Schön für dich, Kratos. Was eine Gewalt. Na super. Wo bist du? Unterbrechest du, Schwachkopf! Ich will hier wieder zurück. Mit der Zeit nur schwerer, Kratos. Ja, ich will ja auch nur zurück. Wie komme ich nicht wieder zurück? Hier gefällt es mir schon lange nicht mehr. Mist. Brauche ein paar flüchtige Echos. Ist hier gar nicht auf. Wieso geht das nicht auf? Okay. Ich habe viel zu viel Zeug dabei. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Zeug tun soll. Denk dran. Je mehr Zeit du verplemperst, desto stärker werden deine Feinde. Ja, deswegen rennen wir also hier hin. Ich hätte diesen doofen Auferstehungsstein nicht kaufen sollen. Das wird nichts mehr. Geh mal lieber. Und gucken wir mal, was wir mit dem jetzt machen können hier. Oh, meinetwegen brauchst du dich wirklich nicht ätzen. Okay. Da wir nichts anderes machen können, muss man das machen, ne? Okay.
Schön, dich wiederzusehen, Kratos. Nein. Ich bin gar nicht mal so gut ausgerüstet. Die sind da so stark. Mut ist dein Antrieb, dein Vorteil. Einfach aus dem Handgelenk. Amüsierst du dich? Nein. Komm, zeig mir den Spartanermut. Waffen hoch. Ich will doch. Der linke leuchtet dir. Nein, was machst du denn? Nein. Oh oh. Ist der Schild jetzt so stark geworden, weil ich den rumgepustet habe? Ein mächtiger Hieb. Gut. Bereit machen. Sei auf der Hut. Nein! Oh. Fragte ich nach dem Inhalt der Büchse, die du geöffnet hast. Du sagtest Furcht, Täuschung, Hass. Ja, sie verstärkte das, was in den Göttern war. Aber du weißt ganz genau, dass das nicht alles war. Hinter dir, Kratos! Ach. Bald wirst du bereit sein, Kratos. So gut wie beim letzten Mal, aber interessante Entscheidungen. Weiter so. Lernen ist eine lebenslange Reise und kein bloßes Ziel. Nimm dir das zu Herzen. Ui. Nee, sie will doch mir nicht reden. Schon zu, Bruder. Valhalla erwartet das. Die bereits auf Stufe 2 verbessert sind. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen.
drei Bürden zur Auswahl. Nee. Okay. Wir haben nicht so viel, wie ich gerne hätte. Wir könnten die Stärke erhöhen. 200. Glyphenplatz. Das ist halt auch sehr gut. Runenkraft, Vitalität. Abklingzeit. Hier hat man noch einen Glyphenplatz. Ich war jetzt eben ja voll mit Glyphen. Wir machen trotzdem erstmal Abklingzeit. Ein bisschen Glück schadet auch nicht. So, ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei... Dass du wieder reingehst, obwohl du nicht so weit gekommen bist. Beharrlichkeit ist ebenso wichtig wie das Verbessern von Fähigkeiten. Ach, hör doch auf. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.